Hallo ihr Lieben, willkommen hier in Dortmund. Heute haben wir den 27. April 2012. Heute gibt es ein kleines Jubiläum. Heute hat die U-Bahn-Strecke der U43 und U44 eröffnet und somit ist die Straßenbahn aus dem Stadtbild von Dortmund verschwunden. Dementsprechend wollen wir noch mal gucken, wo noch von der Straßenbahn die Relikte sind nach genau vier Jahren. Und da werde ich auch ein bisschen was zu erklären, soweit ich das im Internet finden konnte. Und ich sage mal, wir legen los. So, jetzt befinde ich mich an der Haltestelle Rhein-Nolde-Kirche, wo früher auch die Straßenbahnen durchfuhren. Das hier ist die Kuppel, wo ganz unten die ganzen U-Bahnen fahren. Und wie man hier sieht, hier sind noch Schienen übrig. Hier fuhren früher noch die 403 und die 404. Und wie man hier sehen kann, hier haben sie die Schienen wohl schon abgebaut oder wann auch immer. Ich glaube, hier wird dann auch ein verkehrsberuhigter Bereich oder irgendwas entstehen. Aber auf jeden Fall, hier sind noch die Schienen. Das ist noch das Relikt von der Straßenbahn, als sie dann vor genau 4 Jahren zum letzten Mal fuhr. So, dann gehen die Schienen noch weiter und enden da schon, denn da wurde wohl ein Spielplatz oder was auch immer das sein soll, hingestellt. Also da haben wir dann schon einen Knick gemacht. Und hier haben wir noch einen alten Oberleitungsmast, wo der Fahrdraht aufgehängt wurde. So, jetzt sind wir am Knotenpunkt, der wichtigste Straßenbahnknotenpunkt, den es früher gab, an der Haltestelle Kampstraße. Hier sieht man noch, wie eine Weiche ist, wie dann auch es nach links geht, in Richtung Süden, wo die Straßenbahn früher nach Hombruch oder zur Nikolaikirche fuhr. Dass die noch übrig sind, schon interessant. Aber wie man sieht, schon lange nicht mehr benutzt. Wann hier die letzte Bahn fuhr, ich glaube, das müsste 96 gewesen sein, das weiß ich leider nicht. Kann aber eigentlich nur die 406 oder die 408 gewesen sein. So, und jetzt kommen wir auch noch zu was anderem Schönen. Jetzt kann ich nämlich noch eine ganze Menge erklären. Was seht ihr da vorne? Was sehen eure entzündeten Augen? Genau, die berühmte Nummer 13, die am 1. Mai 2001 abgestellt wurde und davor fast 30 Jahre ihren Dienst hat. Die erste Zulassung war am 27.06.1974. Das ist noch der einzige erhaltene DUEWAG 2-Richter, ein GT8, den die Dortmund noch übrig hatte. Schade ist nur leider, dass man den nicht als Museumsfahrwagen verwendet hat, sondern dass da jetzt ein Kaffee drin ist. Also ein Straßenbahncafé. Passenderweise hat man da noch Kampfstraße hingeschrieben, so wie es die Haltestelle heißt. Das Band ist noch original. Das da oben, das Linie 403, ist leider nicht original. Und ganz genau die 13. Sehr schön. Das ist ein Original DUEWAG 2-Richter, ein GT8. Original von 1974. So einen ähnlichen hatten wir in Düsseldorf auch bei der Rheinbahn. Das weiß ich gar nicht mehr, K56 war die Typenbezeichnung, ich weiß es aber nicht. Die fuhren bei uns damals eh nur auf der 7-2. Oder halt auf den Fernlinien, die Linie K oder Linie D. Ja. Heute ist ein Straßenbahncafé. Schade eigentlich. So, und hier die ehemalige Haltestelle Kampstraße, auch gleichzeitig Knotenpunkt war. Hier die rote Fläche, die war früher die Haltestelle. Und ganz früher, in den 80ern, gab es noch ein viertes Gleis hier. War wohl eine Art Überholgleis. Schätze mal, ist genauso eingefädelt wie hier. Weil, was Besonderheit hier dran ist, das Gleis in der Mitte ist das, wo es nach rechts geht. So ein Abbiegegleis. Da fuhren damals noch die 404 und die 406, als sie noch in Richtung Nikolaikirche oder Polizeipräsidium fuhren. Am 2. Juni 1996 war es dann außen mit der 406 zugunsten der U46, die dann fuhr. Dann gab es nur noch die drei Linien, die 402, die 403, die 404 und die 408. So. Die 404 fuhr dann anschließend nach Martin, als es die 406 nicht mehr gab. Die fuhr nach Martin vor. Die 404 wechselte also von Nikolaikirche auf den Ast zum Martin, wo sie noch bis vor kurzem fuhr, bis vor 4 Jahren. Ja, später, irgendwann im Jahr 2002, genauer gesagt am 16.06.2002, wurde dann die Linie 408 eingestellt und die U42 nach Hombruch eröffnet. Somit gab es nur noch die 403 und die 404. Die dann in Richtung Martin bzw. Dorsfeld, in die andere Richtung, in Richtung Westfalenhütte bzw. Brackel oder Dorsfeld fuhren. Ja, die Geschichte ist nun zu Ende. Und wo wir gerade beim Thema der 408 sind, da habe ich noch was für euch.
Und da werden wir uns jetzt auch mal umgucken. Wir sehen uns gleich in Richtung Dortmund-Möllerbrücke. So, das ist der S- und U-Bahnhof Dortmund-Möllerbrücke. Jetzt sind wir auf den Wandeln wie auf den Spuren der 408. Und hier, wo ich jetzt stehe, was natürlich jetzt nicht im Originalzustand ist, das war früher die Haltestelleninsel der Linie 408. In der Richtung geht es nach Innenstadt. Und hier haben wir wieder eine Haltestelleninsel. Das war die Haltestelle Dortmund-Möllerbrücke. In der Richtung geht es nach Hombruch. Ist also südwärts die Richtung. Und da gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Dann liegen nämlich noch ein paar Schienen, hoffe ich. Und ansonsten zeige ich euch noch die Endstelle Nikolaikirche. So, hier sind wir auf der Ecke Lindemannstraße, Wittekindstraße. Hier war früher die Weiche. Und da, wo die Grünfläche ist, da ging die Straßenbahntrasse Richtung Hombruch. Ja, mittlerweile sind die Schienen alle ausgebaut worden. Auch die Gleisreste, die eigentlich vorhanden sein sollen, sind nicht mehr. Und da, in der Richtung, geht es zur Endstelle Nikolaikirche Schleife. So, hier befand sich der Weg zur Endstelle Nikolaikirche Schleife. Bis 2002 konnten die Bahnen hier noch hinfahren. Da lagen noch die Gleise, zuletzt als Stumpfgleis. Wie ihr seht, ist es mittlerweile zu einem Parkplatz geworden für die umliegenden Geschäfte hier und alles. Das ist wohl ein WDR-Haus, wie ich gelesen habe. Weiß. Dankeschön. Ganz schön gefährlich hier, die anderen Autos. Tja, zum Ende hin gab es da zwar noch die Linie 408, aber ich denke mal, es gab noch ein paar E-Kurse, die dann hier noch gefahren sind. Sind noch ausgerückt und alles. Halt mal. Nur halten. So. Ja. Und das ist jetzt alles, was ich noch sagen kann. Früher fuhr die 408 noch hier hin. Hier endet war es noch zuletzt als Stumpfgleis. Haltestelle hieß noch Nikolaikirche Schleife. Und noch die einzelnen E-Fahrten, die es noch gab. Die hatten. Tja, es wird dunkel. Es ist Abend in Dortmund. Jetzt endet die Geschichte hier. Gleisreste leider nicht mehr, aber ich wollte euch das alles noch zeigen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, bis bald. Euer Savior.